Einen wunderschönen Tag, mein Lieben. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir mal ein bisschen das Städtedreieck erkunden. Und, ja, welche Linie wird auch mal kommen und fahren. Ich nehme gerade so, wie sie kommen. Also sollten wir eine doppelt fahren, fahren wir halt eine doppelt. Aber in dieser Folge werden wir ganz besonders eine neue Einstellung quasi testen. Diese Einstellung hat mir der liebe Johannes LP zugeschickt auf dem Discord. Checkt gerne mal bei ihm seinen Kanal ab. Ist ja, wir arbeiten ja zusammen momentan auch an der Landwirtschaft Silberrun Forest Map. Besser gesagt, Melz. Ja, zocken darauf gemeinsam, machen unsere Videos. Also falls ihr da mal vorbeischaut, schaut doch gerne dort in der Playliste vorbei. Ja, wir werden auch gleich die Tour annehmen. Ich schaue gerade noch was und dann sehen wir uns gleich im... So, meine Lieben, da sind wir schon hier mit dem Bus. Diesmal ein MAN, da hat noch ein bisschen die Hofdatei gefehlt, aber es geht nämlich auch dann 17 Minuten los. 13 Minuten, okay. Da haben wir noch ein bisschen Muße und Zeit, noch ein bisschen den Radkappe vorne aus, hinten aus. B, Spiegel. B. So. Gut. Dürfen wir das auch schon haben. Ja, die schöne Einstellung von Johannes wollen wir heute benutzen. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ihr kennt ja, das Ganze wird wieder mit dem schönen Trigger ER 5 aufgenommen. Hoppala. Oder gezockt und ja. Bin ich gleich mal gespannt drauf. Ja, hier sehen wir auch wieder was Schönes. Machen wir gerade mal Screenshot machen. Ja, auch noch mal eins. So. Und da würde ich einfach mal sagen, spulen wir einfach mal vor. Weil... genau. So. Bin ich mal gespannt, was da ist. So, einmal das rein. Gang ist eingelegt, jawohl. So, da bin ich mal gespannt. Was da noch Schönes erwartet hier. Jawohl. Sind wir richtig? Die SB17, Kaiserstraße. Die YouTuber-Türen direkt mal aufgeprescht hier. Genau. Nach welchem Bahnhof? Ja, meine Lieben, ich darf euch, wie gesagt, zu der ersten Tour für Stadtverkehr im Namen. Ja, meine Vertretung. Was für ein Blubber, muss ich gerade feststellen. ja, in Städtedreieck fahren. Und bin mal gespannt, was da uns so auf uns zukommt. Wir sind nämlich dann... Mitten einer von der Stadtbus mal wieder unterwegs. Und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Und dass es großen Geruckel gibt. Das ist nämlich jetzt auch meine erste Tour mit dem... mit diesem Bus. Ah,
Oh Jesus, das wird ja was, ey. Ja, wie vorhin erwähnt, ist es die Einstellung vom lieben Johannes. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Ich hoffe, dass natürlich keine Abbrüche kommen. Und das Schöne ist natürlich, dass das mit den Einstellungen auf jeden Fall mal geklappt hat. So. Jawohl. Die Hofdatei war nämlich auch so das kleine Problem, dass nämlich mir, wie soll ich sagen, die Stadtbus-Family es nicht angezeigt hat. Ich wusste nicht warum, ich wusste auch nicht woher. Auf jeden Fall hat er gemeint, mir Strich durch die Rechnung zu machen. Hoppala. Ich habe nämlich jetzt erstmal einen starken Motor reingeballert. Stecksen, den 360 PS. Ihr wisst ja alle von Rhein-Silber-Gold, den gleichen Bus, den wir gefahren sind. Ui! Ja, fast hier vorne drauf geknallt hier. Dass wir fast kaum den Berg hochgekommen sind. Ja, moin, Kollege, ich mache dir schon Platz. Du kannst eigentlich fahren. Ja, wie man sieht, haben wir auch schon ein bisschen Verspätung mit rein, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egal. So, was zeigst du mir denn da an? Genau. Resetten und weg. Ach, der darf auch noch zur Werkstatt. Geht der Bus, den ich da habe, muss zur Werkstatt. Ist ja auch mal geil. Jawohl, Klimaanlage läuft auch an. Aber ja, ihr seht richtig, keine Fahrgäste. So, ihr dürft fahren, meine Freunde. Was ist los da vorne? Ihr wollt mich ärgern, ne? Ihr wollt mich doch sicherlich ärgern. Ach, Verspätung. Ich sehe da wieder die Fahrgäste. Da sind wir auf mich wieder weg. Weckern, na genau, weckern. Oh ja. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall die Einstellung. Kann ich mich gar nicht beklagen. Trotz, dass ich jetzt ein bisschen den Bus mal aufgerissen habe. Und ich muss gerade merken, dass die Einstellung vom Auxi den Fahrersitz noch ein bisschen anders da machen könnte. Also man könnte ruhig noch ein bisschen zurückgehen. Sollte ich mir vielleicht noch eine Notiz machen. So. Ich weiß, man macht sowas normalerweise nicht, aber der Master of Disaster hat schon genug Verspätungen. Es steht hier Linienverkehr frei. Oh, schön. Ah, hier ist ja da, wo ich geblitzt worden bin. Der Blitzmeister, wie er so schön sagt, ne? Ach, guck mal, wer da steht. Wolltest du mitfahren? Ah, doch nicht. Alles klar, ich hab verstanden. Ich bin heute wohl auf einsame Wege. Und ja, ich muss sagen, durchgängig 30 FPS. Nur, dass die Bremsen ziemlich gut da rangehen. Stark bremsen wollte ich eigentlich nicht. So, 30 km der Berg hoch. Ich bin jetzt mal ruhig. Ich laber nämlich gerade wieder viel zu viel, aber ich muss mich auch gerade ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Für einen alten, geschulten Buspilot. Herr Buspilot, da haben Sie aber einen falschen Steuerknebel in der Hand. Der kennt eigentlich einen Stiel in die Mitte, ne? Wissen Sie ja Bescheid. Oh, bergauf. Oh, moin.
Kleiner Mann hätte ich auch noch mitgenommen. Jawoll. Das ist ja mal geil. Habt ihr schon mal Kurven geschnitten mit dem Bus? Ich fast so wie Rallye fahren. Oh, ist das schön. Cool. Ich habe keinen Retarder drin, verdammt. Also Retarder schon, aber nicht das, wo man gerne... Wow. Ich glaube, das wäre die erste Tour, wo richtig schön besoffen wird, ey. Mahlzeit, einmal durchlassen bitte, dankeschön. Slalom Baby, ja, hier könnte Sid am Steuer sein, ey. Also mein lieber Kartenbauer, da hast du dir ja richtig viel Mühe gegeben. Also mein lieber Scholli, ey. Vielen, vielen Dank für so eine tolle Karte mit so einer tollen Slalom-Tour. Also da hast du auf jeden Fall für mich eine super Herausforderung, ohne dass ich mir da jetzt mal die Pünktlichkeit da aneigne. Oh Mann, Mann, Mann. Es gibt in der Fahrschule auf jeden Fall Sätzen 6, ey. Hoppla. Also danach darf ich definitiv den Bus überprüfen lassen. Für einen Gelenkbus wäre das auf jeden Fall nichts. Und wird immer mehr und immer mehr. Rollischen Röller rollen das. Oh. Jo, ich wäre dafür, dass man einen Reifenplatzer wäre, ne? Ja, da will keiner mit. Das ist auch geil. Zu Obis. Obis oder Obis? Und wenn sie da oben schon rumfahren. Hilfe. Ich hab echt so einen Schiss, ey. Ich lasse momentan echt gerade nur rollen. Geht's denn eigentlich da hinten lang? Kann man das vielleicht im Spiegel erkennen? Nee, da nicht. Auf dem Eige. Es wird ja immer mehr. Achso, da war eine Ampel, gell? Oh mein Gott. Ja, ja, genau. Der Ampelchecker. Ach, da steht hier schon die Polizei. Hallo, seien Sie gegrüßt. Ich habe einen Fehler gemacht. Und da fährt wieder der ICE-3. Das super Ding. Zehn Minuten sind wir schon verspätet, ey.
Ja, ich kann verstehen, wenn keiner mit will. Mit so viel Verspätung. Vor allem, wenn es eine, weil es eine Schnellbuslinie ist, ne? Und eine Kehrmaschine. Ich hätte sie niemals mit auf die Karte nehmen sollen. Ah, da sprüht es schon, guck mal. Also, ich bin schon spät dran. Können Sie es nicht am Nachmittag machen, da? Bitte fahren Sie geradeaus weiter. Nicht nach links, bitte. Nach rechts. Nicht nach rechts, bitte. Jetzt kommt da noch eine Kehrmaschine. So. Ja, da sind wir schon längst unterwegs. Ich hab da echt gequatscht. Ja, also wir sind die Einstellungen von Johannes da durchkommen. Also ich muss sagen, es läuft ziemlich flüssig. 50 FPS, was ich hier habe. Gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich einen Teil schon gefahren bin. Aber ihr könnt ja mal hier, ja, Blitzer für 10. 14 Likes geben, ne? Hier so ein schöner Blitzer. Pünktlichkeit auch sehr gut, ne? Dafür, dass ich die Tour auch gar nicht so gefahren bin. Yippie-yay. Man hatte bis jetzt nur einen Fahrgast drin, ne? Also. Jawohl, einmal hinten die Achse bitte. Oh mein Gott. Hallo, ich wurde geblitzt. Ich mache halt mal den ja? Dafür, dass das eine Schnellbuslinie ist. Eieiei. Die SB17, ey. Die Horrorfahrt. Achso, ich darf hier reinfahren, ehrlich jetzt? Achso. Oh mein Gott, was fahre ich denn für einen Müll? Aua, alles klar. Da ist sowieso keiner mit. Ich nenn's mal die Fahrt der Bescheuerten. Oder des Bescheuerten. Das ist ein guter Titel, ey. Verspätung, falsche Bus an. Also so beschissen bin ich echt noch nie gefahren, ey. Yeah. Echt krass. Jawohl, da können wir auch direkt mal rot drüber machen, ey. Also wenn wir schon ein bisschen komisch fahren, dann fahren wir richtig komisch. Meine Güte, ey. Und ich hab schon gedacht, was ist denn das heute alles? Wenn ich gleich noch die Klippe runterfall, dann yippie. Ey, Stadtverkehr reißt mir der Arsch auf, ey. ...360 PS und am Bob ist und er will einfach nicht.
Rallye-Bus ist unterwegs. Ich musste leider dafür in Kenntnis setzen, dass ich pünktlich sein muss. Oh Gott, ey. So ein Fahrstil habe ich echt noch nie einen Tag gelebt. Das nur während der Aufnahme. Kurve schneiden. Ach du liebe Güte, ey Leute, ich weiß nicht, ob ich das da rein doch. Ob ich das zeige darf, ey, das ist ja Qual. Also. Ich hab so einen Schiss, ey. Also ich muss gleich mal, also den Fahrerstil, die Bewertung muss man uns mal gleich angucken. Pum, 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 pum. Oh, Fahrschule, moin. Ich das gibt in der Fahrerakte auf jeden Fall dickes Minus, ey. Er fahrt mir ein bisschen zu viel Polizei rum. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Glocken die Leute eine halbe Stunde. Ey, wie kann man eine halbe Stunde Verspätung reinfahren? Ja. Knüggel. Guten Tag. Warum steht. Also, ihr parkt dann nur, gell? Ich wollte schon gerade sagen. Was steht ihr denn da alle rum? Okay, da will keiner mitfahren. Habe ich schon mal alles richtig gemacht. Ich räume noch das Heck ab. Aber auch schönes Städtchen hier. Boing, Dankeschön. Fazit, wir kommen mit 40 Minuten Verspätung bestimmt an. Blitz, Verspätung, ein Fahrgast, also die schlechteste Bewertung meiner Karriere bei OMSI, die es je nur gab, ey. Ich könnte ja auch geradeaus weiterfahren, ne? Oh Mann, Hilfe, Herr Gott, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's wirklich nicht hin. Ups. Also so schlimm bin ich echt. Da könnt ihr auch drunter mal schreiben, Hashtag Loser, ey. Ich schwör. Verspäteter Buspilot, ey. Ich hoffe, da kommt es gleich nicht nochmal eine Ampel, ey.
Oh, Platz da, der Mazda kommt. Jawohl, und der räumt hinten wieder alles ab. Ah, du Fahrschule, ups. So ein Geisteskranker hier, ey. Ah, jetzt kommt die Klimaanlage. Man könnte sagen, der Bus ist warm gefahren. Das wird einer der geilsten. Der geilsten ever. Ja, grafisch kann ich sagen, gar nicht mal so schlecht. PC läuft ruhig. Man kommt mit einer 30 Minuten Verspätung an. Hoppala. Jawohl, es rumpelt und zumpelt. Kommt mal vor, durch gerade das Ganze über Land gerade fahre. Muss man nachher mal gucken, was noch in der Readme-Datei da steht. Ja, Vorfahrt, Vorfahrt. Kommt was? Nee. Und da will keiner mit, alles klar. Oh, alles mal rollen. Boi, boi. Liebe Fahrgäste, aufgrund wegen technischer Probleme müsste der Bus abgeschleppt werden. Nutzen Sie bitte dafür andere Verkehrsmittel. Im Namen der Stadtwerke verabschiede ich mich. Leere Fahrt, ihr Schoki. Oh Mann, ey. Das ist schon peinlich, ey. Also, würde ich Schaden des Monats haben, ja, ich heb freiwillig die Hand. Dann heb ich freiwillig die Hand. Ach, da sind wir. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind, ja. Da waren wir doch mal. So ein schlechtes Gewissen, ey. Also so schlimm bin ich erst seit langem nicht mehr gefahren, ey. Oh, runter, links, rechts. Ach, der Liebe geht, ey, also. Hallo, schön winken. Um mal ein bisschen die Zeit reinzuholen. Ja, sie geht trotzdem drauf. Dann hörst du noch den Motor, den Turbo. Ui. When you want to
Ich frage mich echt, die liebe Busfahrer, ich meine, ich sehe ja öfters auch mal die Videos da, wie heftig ihr da eine so Berg- und Talerfahrt, wie ihr da zurechtkommt, ey. Also ihr habt da, dürft da bestimmt keine Angst zeigen oder so, ne? Oh, bitte lass es der Bahnhof sein. Ah, da hinten ist er. Guck mal, wenn die schneller fahren dürfen, dann dürfen wir auch schneller fahren. Aber wie ich gesagt habe, wir kommen mit 40 Minuten Verspätung an. Hilfe, ist das ein Ding, ey. Das hatte ich auch nicht gehabt, ey. So eine Verspätung. Ja, ist es noch bei der SP16 da von Essen Hauptbahnhof hier nach Bottrop da, ne? Junge, ich hab Vorfahrt, ne? Also, das ist ein Doppelauspuff, dann gib mal Gas. Echt, die Polizei macht's richtig. Wenn ich komme, hast du zu warten. So. SP17. Ja, Moin Meister. Ich unterschreibe das schon mit der Kaffee für später. Oh mein Gott. Ja, Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, die lustige Tour da, können wir gerne nochmal eine Runde damit fahren. Und ja, lasst mir doch. Aber ich hab Vorfahrt. Was wollte ich das eigentlich noch lesen? Alter. Das Gaspedal wollte auch schon abhauen, ich will gar nicht, wie sie wissen, wen da ist, ey. Es ist so eine Blamage, wollte schon sagen, die Beamte, bitte schalt um. Erlöse mich von der Fahrt. Wow. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Der ist gut. Oh, hab ich die Fahrt nicht richtig abgeschlossen. Besser? Ha! Ich hab es schon gedacht. Ja, ihr habt mir schon gedacht. Naja, da haben wir wieder so einen Fehltrip. Also Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein Like da lassen bei der Katastrophenfahrt hier. Chaotische Fahrt bei Bartolo, das sage ich nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal, euer Bartolo. Ciao, ciao.